Bis zur Weiterreise nach Afrika haben wir 72 Stunden in Dubai. Hey, zwei Touris in Dubai. Ich muss zugeben, und ich weiß ja, es ist nicht gesund, aber wir hatten so unsere Vorstellung zu diesem besonderen, aufstrebenden Ort. Und damit vielleicht auch unsere Vorurteile. In diesen 3 Tagen durften wir aber unser eigenes Bild machen. Und wir haben ganz neue Erkenntnisse gewonnen. Ich kann, glaube ich, verstehen jetzt, was Leute an Dubai finden. Im letzten Video hast du gesehen, wie wir spät abends aus den Philippinen angereist sind und kurz vor Ladenschluss noch einige Falafel konsumieren durften. Jetzt tauchen wir ein in den Morgen danach. Viel Spaß! Are you ready for Dubai? Was für eine herrliche Luft nach 4 Monaten Luftfeuchtigkeit des Todes in Südostasien. Wir sind jetzt 72 Stunden in Dubai. Du bist live dabei bei unserem Tourimode. Da unser nächstes Reiseland nicht garantiert ein T-Shirt tragen zu können, werden wir als ersten Tagesordnungspunkt ein paar lange Sachen kaufen. Und wo machen wir das? In einem Mall! In einem Dubai Mall! Saubere, gepflegte Straßen, geordnete Fußgängerüberwege. Wow! Mit dem Trauma der Philippinen im Nacken testen wir jetzt mal den dubaianischen öffentlichen Nahverkehr. Für eine Fahrt mit der Bahn. Ich habe legit nur die Rechnung aus dem Automaten geholt. Das hier sind die Tickets. Hätten wir fast vergessen, sind gerade zurückgelaufen. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Ey, überall Decathlon-Werbung, ne? Da leuchtet ja mein Herz. Oh. Ich kann, glaube ich, verstehen jetzt, was Leute an Dubai finden, weil es schon total schön vibert im Sinne von, dass es wirklich einfach schön ist. Also glattgeleckt schön. In Kombination mit diesem orientalischen Vibe, ein paar schönen Palmen dahingestellt. Ich glaube, dass gerade so unsere deutschen Seelen zum Beispiel sich in sauberen Orten immer wohlfühlen. Wir mögen strukturiert, sauber. Plus die Sonne. Alles zur Verfügung. Ja, genau. Und das ist Kombination von warm und strukturiert und hast alles zur Verfügung. Was gar nicht so oft ist, weil Philippinen sind auch wunderschön und warm. Aber da wirst du diese Infrastruktur halt niemals finden. Der Burj Khalifa befindet sich genau neben der Dubai Mall. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Zuerst Turm angucken oder zuerst Shoppingzentrum. Ja, dann geht das mal. Du Arschloch. Nach legit 2 Kilometern zwischen der Metrostation und der Dubai Mall in diesem Zwischengang sind wir jetzt langsam angekommen. Yeah, I love to taste. What is it? What flavor? Blue Marble. Blue Marble. Lunchig. Vitamin Gummies. So, wir dürfen das Ziel heute nicht aus dem Blickfeld verlieren, sonst kommen wir wahrscheinlich nie wieder raus. Lange Sweatshirt-Jacke für dich und Sweatpants für mich. Das letzte Mal, dass ich eine Sweatpants besessen habe, war legit vor einem Jahr auf Madeira, damals im Winter noch. Es wird ein ikonischer Tag heute. So gibt es scheinbar einen Teil, der nur auf Fashion ausgelegt ist. Das hilft uns sehr, damit wir nicht völlig lost sind. So laufen wir die ganze Zeit rum. Wanna try our treadmill? Now you have our shoes on? Ja, yeah, try the treadmill. Immer das gleiche, wenn wir Schuhe shoppen gehen. Lea guckt sich welche an, fragt, oh, wie findest du die? Ich guck sie an, Digga, riesige Sohle. Hm, gesund ist das nicht. Aber sie guckt halt nach der Optik und das ist fein. What's your name? In case you're gonna drop that, huh? Yeah. Yes. Okay. Have fun if you're here with your bum. Find my clothes. So, Frau, erstes Produkt gekauft, was wir nicht kaufen wollten. Da ist es ja. Keine ganz schwarze, sondern so ein Asphaltgrau, bisschen Essen gewascht, ausgewaschen. Das ist schwierig immer mit den Barfußschuhen, ne? Aber wenn ich das mit den Knöcheln ein bisschen hochziehe, dann ist okay. Daumen hoch auf das Video, wenn Lea diese grüne Oversize-Jacke kaufen soll. Passt zu deinen Augen, passt zu deinen Haaren, passt zu dem Schwarz, was du sonst immer trägst. Kann man konsumieren. Dir gehört der ganze Ozean und irgendein Haiopai, Digga, fängt dich ein und jetzt schwimmst du in so einer kleinen Box rum. Diese Cap habe ich original vorletzte Woche auf den Philippinen verloren. Es wird Zeit für eine neue, weil die ich gerade trage, ist von Lea, die ich abgezogen habe. Und immer mit Glatze ist nicht gut für Sonnenbrand. Wenn du eine siehst, sag einfach Bescheid. Schützt auch nicht vor Glatzenbrand. Wir haben uns gerade gefragt, wieso wir Decathlon so feiern, obwohl wir in den letzten 3 Ländern nichts gekauft haben. Wir waren bestimmt schon in 6, 7 Ländern bei Decathlon. Aber es liegt daran, weil wir bei den ersten 2, 3 Ländern alles gekauft haben, was wir brauchen. Und seitdem ist die Auswahl relativ gleich. Schauen wir mal, ob wir jetzt in dem Food Court etwas für eine pflanzenbasierte Ernährung finden. Was gibt es hier? Eine Bowl und das sind so Kartoffelpuffer.
alles fehlen dazu. So, das tat auf jeden Fall sehr gut. Sind aber auch beide sehr müde. Es ist gerade erst 3 Uhr. Müssen uns also noch mindestens 6 Stunden durch den Tag prügeln. Der Jetlag kickt aber langsam. Wir haben heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Gucken wir uns jetzt mal das höchste Gebäude der Welt an. Vielleicht schlendern wir ein bisschen durch die Altstadt. Und dann hoffen wir, dass wir es bis nach Hause schaffen. Wir gehen nicht zwischendurch. Doch eigentlich ein ganz schöner Vorplatz vor diesem Einkaufszentrum. Aber dann. Hey, 2 Touris sind bei. Keine Wolke am Himmel, es ist wie ein wunderschöner Frühlingstag. Sonne scheint, richtig, richtig schöner Tag. Ich denke, du gewöhnst dich dran, wenn du hier wohnst. Aber das so das erste Mal zu sehen, wie hoch dieses Gebäude ist, Digga, eine halbe Meile in den Himmel, das ist schon besonders, finde ich. Und wusstet ihr, dass in solchen riesigen Gebäuden immer unten so Pendel hängen? Weil logischerweise dieses Gebäude sonst immer wackelt, beziehungsweise es wackelt auf jeden Fall und dieses Pendel hält immer dagegen. Die tägliche Lichtshow hier in der Fontäne soll 18:30 oder sowas starten. Du weißt wahrscheinlich sogar besser als ich. Mal gucken, ob wir so lange durchhalten. Wir gehen jetzt erstmal ein Stück durch die Altstadt. Soll noch mal einer sagen? Ich? Oh, Dubai, Asphaltstadt, Sand. Mir fehlte einfach das Grüne. Ich zeig's dir, das Gras ist da, frisch eingeflogen. Es ist noch nicht ausgelegt, aber es ist da. Ja, Altstadt ist jetzt aber auch nicht hier. Ich würde gerne noch mal so einen Ort sehen, der nicht so glatt geleckt ist hier, wie Dubai in sich mit den Wolkenkratzern. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Wir schlendern jetzt noch ein bisschen hier durch die Gegend, gucken vielleicht mal dem Flüsschen und dann zurück zu den Fontänen. Hi! Wieder zurück hier an dem Burj Khalifa. Alle warten hier wahrscheinlich auf die Lichtshow, deswegen ist es übelst voll geworden gerade. Wir sprinten jetzt noch mal rein und suchen final nach einer Sweatshirt-Jacke für Lea, weil es echt kalt geworden ist. Es ist richtig kalt hier. Oh, es ist schön, es ist richtig schön, dass es so kalt ist. Geil, aber es macht mehr Spaß, wenn man entsprechend angezogen ist. Ja. Und was sagen Sie zu Ihrer neuen Errungenschaft? Kuschelig. Und schön. Und schwarz. Was, man, du kannst dich nirgendwo mehr hinsetzen, außer hier einfach auf dem Boden. Durch die Künstlichkeit lässt sich eine Perfektion erschaffen, die es in der Natur so nicht gibt. Alles ist super sauber, gepflegt, Multikulti und wirklich alles ist verfügbar. Also zum Runterkommen kann man machen. Wie fanden Sie hier die Lichtershow? Hm? Ja, die war schön. In Ruhe sagt 22 Uhr, wir sind beide fix und fertig, wir gehen jetzt nach Hause und morgen wird weiter getourit. Weiterer herrlicher, gefühlter Frühlingstag hier in Dubai. Wir verlassen jetzt gerade unsere Höhle und werden erstmal etwas Nahrung zu uns nehmen, bevor wir gleich unseren Touri-Modus weiterführen, dieses Mal am Hafen. Sehr gespannt? Sehr gespannt. Sehr gespannt. Nach mittlerweile bereits der ein oder anderen Falafel während unseres kurzen Aufenthalts werden wir heute mal die indische Küche testen hier. War gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden, weil wir die Hälfte gar nicht verstanden haben. Der Kellner konnte uns aber richtig gut helfen, auch weil wir keine Milch oder sowas drin haben wollten. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir hier bekommen. Lentils, Gemüse, Tandoori Roti. Wow. Liebes, wie die Inder nicht spicy definieren. Das brennt mir auch die letzten Haare von der Glatze. Zum Glück sitzen wir hier direkt an der Klimaanlage. Ist das Feuerwehr schon? Ja. Heute treffen wir uns noch mit Freunden später und nehmen demnach jetzt ein zeiteffizientes Taxi über Karim zu unserem ersten Touri-Punkt. Mit der App kannst du dir quasi alles liefern lassen, sogar dein Auto betanken und Wäsche waschen und eben auch ein Taxi rufen zu fairen Preisen. Wir sind gleich hier mit Freunden zum Sunset verabredet, aber vorher wollte ich unbedingt mal auf diese Palme drauf, um das Atlantis Hotel mir anzugucken. Und da sind wir jetzt gerade hingefahren mit dem Taxi. Das ist quasi eine Aussichtsplattform, kleiner Strand ist hier, Leute chillen in ihren Beanbags und können diesen Blick genießen auf den Atlantis, auf die umliegenden Gebäude. Wir sehen den Zug zurück. First Class, Straßenbahn. Das ist aber auch alles unglaublich hoch hier. Oh, ein Runner. Oh, Finish. Das
Assalamu alaikum! Wir springen jetzt hier zu zweit auf einen Lime Roller und fahren gen Sonnenuntergang. Mashallah. Ah. Fährt er nicht schneller? Das Tempo können wir auch. Let's go, man! Nach dieser wilden Fahrt sind wir angekommen hier. JBR. Digga, gerade rechtzeitig. Vom JBR sind wir über die Brücke zur Blue Water Island gelaufen, um eine Runde an der Promenade und durch die ruhige Nachbarschaft zu spazieren. Zurück dann am Strand hat uns plötzlich diese Drohnenshow erwartet. Am Hafen erzählt mir Artyom, wie hier so alle sind. Das unterstreicht mein neues Bild, was ich von der Stadt habe. Ich sehe sie jetzt als Ort zum Netzwerken, zum Wachsen, zum Bequemsein. Von der Wohnung im Hafen direkt aufs Boot, ist das nix? Und wenn man sich doch nach etwas sehnt, ist man mit den starken Flughäfen in direkter Nähe an die ganze Welt angebunden. Ach so, und als hätten wir noch nicht genug Dubai erlebt heute Abend, kurz in die Wohnung hoch und auf einmal genießen wir neben diesem epischen Ausblick auch noch Folgendes. Also willst du eigentlich jedes Ding auf Feuerwerk? Nochmal. Willst du mich? Also du bist ja eigentlich... Warte. Ist ja eigentlich jeden Tag Feuerwerk? Ja, hier ist jeden Tag Feuerwerk. Es gibt da scheinbar diese legendäre Restaurantkette Eat and Drink und davon gibt es eine Filiale am Burj Al Arab, zu der alle kommen. Kein fancy schmancy Restaurant, einfach ehrliche indische und libanesische Küche. Erfahren wir jetzt hier das Local Dubai Leben? Shukriya. Tamam, Sie haben uns den zweiten Tisch gebracht. So muss sein. Okay. It's okay, just place. Oh. Chapati. Boah, sich so gottlos voll zu fressen und absolut satt zu sein, das ist echt was, was ich durch die ganze Reiserei so schätzen gelernt habe. 72 Stunden in Dubai, wir sind mittlerweile im letzten Drittel angekommen, wie die Augenringe nur unschwer zu erkennen geben. Am ersten Tag haben wir bereits vergeblich die Altstadt besucht, aber heute finden wir sie wirklich. Altstadtleben. Ich habe hier Dreck auf der Straße gesehen. Wir sind offiziell aus dem Zentrum raus. Das war immer noch nicht viel, muss man schon sagen. Man könnte jetzt mit der Fähre darüber schippern für so 30 Cent ungefähr, aber uns hat die Erfahrung jetzt auf dem Markt gereicht. Drüben ist bestimmt auch cool, aber wollen wir jetzt einfach nicht. Wir wollen stattdessen jetzt in dieses Taxi springen und wir gucken uns nochmal die Architektur in dem Geschäftsviertel an. Das soll ganz schön sein. Da fahren wir jetzt hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Arbeiten mit dieser Kulisse inspiriert, größer zu denken und Grenzen zu relativieren. Alles um uns hier herum scheint mächtig und das steckt schon an. Schneit es hier? Haben jetzt hier dieses Café gefunden, was auf pflanzenbasierte Ernährung setzt und werden jetzt ein Heißgetränk schlürfen. Raw Kakao und der Chaga-Pilz. Oha. Und Coconut Milk. Ist das shit. Jetzt habe ich die letzten 2 Stunden hier im Bett verbracht und all meine Lebensentscheidungen hinterfragt, während ich hier versucht habe zu regenerieren. Jedenfalls treffen wir uns jetzt noch zum Abendessen. Und ich möchte mich vorab schon mal bei allen meinen Sitznachbarn während dieses 10-Stunden-Flugs entschuldigen, denn wir essen das 4. Mal innerhalb von 48 Stunden indisch. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie angenehm es ist, hier einfach durch die Straßen zu laufen. Trotz dessen es so verlassen ist, hat man nie das Gefühl, dass man irgendwie in Gefahr ist.
wieso sollte dich jemand beklauen hier? Sollte mir mein iPhone X klauen? Der guckt dieses ältere Modell an und gibt mir das iPhone zurück und ein Stück Brot dazu. Hier, Digga, du arme Sau. Wo sind wir denn heute hier? Eat and drink? Eat and drink, ja. Haben die da wenigstens 1:1 der gleiche Tisch? Verändere nicht ein rennendes System. Beim Abendessen haben wir die Kamera dann weggelassen und die Zeit mit unseren Freunden genossen. Es ist absolut wild. Wir saßen gerade 3,5 Stunden mit unseren Freunden am Abendessen. Jetzt ist es 12:30 in der Nacht. In einer halben Stunde müssen wir los zum Flughafen. Ich bin gerade richtig emotional. Richtig voller Liebe und Dankbarkeit und Glück. Weißt du, diese ganze Reiserei, du siehst so viele schöne Orte, das ist wahr. Aber das, was die Reiserei wirklich schön macht, sind die Menschen, die du triffst. Und gerade wenn man die Freunde von früher wieder sieht, das war richtig schön. Wie witzig, ich hatte gerade im Taxi auch schon Pipi in den Augen. Was krass ist, dass wir jetzt auch weiterfliegen und dann treffen wir meine Freunde. Oh. Lea und ich, wir saßen im Taxi und haben uns einfach angeguckt und gelacht. Was für ein abgefahrenes Leben wir leben. So, da sind wir wieder am Flughafen. Hier beenden wir diese 72 Stunden in Dubai. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und alles mitverfolgt hast. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich einmal hier drüber wische. Und da geht's direkt weiter auf dem Weg zum nächsten Land. Und tschüss. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren für ein virtuelles Küsschen. Im nächsten Video endet unsere Anreise in eine komplett neue Welt. Wir freuen uns darauf, viele neue wilde Tiere kennenlernen zu dürfen, hohe Gebirgsketten zu erklimmen und in das kalte Wasser der weißen Sandstrände zu springen. Schon erraten, wohin es geht? Nö, wir erzählen es dir nächste Woche.